been so cold that I don't feel it all. It's caught up inside, so I built all these walls. My head rolling back, but I'm faking the rush. Out every night and I'm lonely as fuck. I make my own in my own plans. I got no room for no man. That's my way. That's my way. But then I saw you in a dream, right? I wanna call you. Einen wunderschönen guten Morgen. Die Einschlafmusik von Niklas rattert im Hintergrund. Der schläft nämlich jetzt wieder vor Mittagsschläfchen. Das ist immer meine Zeit, in der ich Zeit habe zu vloggen, ohne dass mich einer dabei stört. Ich bin ganz aufgeregt, denn ich habe mir endlich einen Nicer Dicer bestellt. Wo sieht man das? Nein, man sieht gar nichts. Moment. So. So sieht man's. Ich habe mir einen Nicer Dicer bestellt, aber in Rot. Der ist grün, aber das ist, glaube ich, egal. So. Und, Blender. So. Genau. Und der kommt schon heute an. Ich habe den gestern bestellt und heute kommt er schon. Ein Hoch auf Prime. Denn mein, wie heißt der nochmal? Veggie-Wichtel von, Aldi. Den gibt es ja immer so im Herbst im Angebot. Der für 12 Euro, 11,99 oder 12,99 haben die damals gekostet. Hat jetzt mittlerweile nach 2 Jahren, ist er jetzt schon 2 Jahre? Ja, fast 2 Jahre, also sagen wir 1,5 Jahren, hat er schon so langsam den Geist aufgegeben, denn die Messer werden schon langsam stumpf und man muss dann immer rohe Gewalt anwenden und da richtig draufhauen, damit das Gemüse wieder so klein schneidet, wie man es haben will. Und deswegen habe ich mir jetzt zu meinem Geburtstag, ich hatte ja im März, habe ich mir das jetzt mal gegönnt und bin gespannt. Denn was ich auch ein bisschen blöd an dem Veggie-Wichtel fand, aber für den Preis habe ich es gerne in Kauf genommen, war, dass oben am Deckel ist diese Fläche, mit der man das Gemüse nach unten drückt und die ist so geriffelt, beziehungsweise da sind, ja, so, wie nennt man das? So kleine Stifte kommen da raus und in diesen kleinen Stiften verhakt sich dann immer das Gemüse und das kann man normalerweise mit so mitgelieferten Rechen da so rauspulen. Allerdings hat einer meiner Kinder, wer auch immer, dieses Teil verschlammt, beziehungsweise ich finde es nicht mehr. Und jetzt muss ich immer mit so einem Messerchen das Ganze da rauspulen und das dauert Stunden, bis ich das richtig sauber habe. Und irgendwie ist es auch nicht mehr so hygienisch. Also ich bekomme da schon alles raus, aber wie gesagt, ich brauche da ewig zu. Und hier bei dem Nicer Dicer kann man anscheinend mit so einem Knopf diese Stifte so rausdrücken und dann drückt es halt alles Gemüse, was sich da drin verfangen hat, auch mit raus. Und da bin ich sehr gespannt und wenn das halt Mittag kommt, dann kann ich das euch gerne mal zeigen. Einen wunderschönen guten Morgen. Die Einschlafmusik von Niklas rattert im Hintergrund. Der schläft nämlich jetzt wieder vor Mittagsschläfchen. Das ist immer meine Zeit, in der ich Zeit habe zu vloggen, ohne dass mich einer dabei stört. Ich bin ganz aufgeregt, denn ich habe mir endlich einen Nicer Dicer bestellt. Wo sieht man das? Nein, man sieht gar nichts. Moment. So. So sieht man's. Ich habe mir einen Nicer Dicer bestellt, aber in Rot. Der ist grün, aber das ist, glaube ich, egal. So. Und, Blender. So. Was wollte ich denn jetzt sagen? Genau, und der kommt schon heute an. Ich habe den gestern bestellt und heute kommt er schon. Ein Hoch auf Prime. Denn mein, wie heißt der nochmal? Veggie-Wichtel von Aldi. Den gibt es ja immer so im Herbst im Angebot. Der für, ich glaube, 12 Euro, 11,99 oder 12,99 haben die damals gekostet. Hat jetzt mittlerweile nach 2 Jahren... Ist er jetzt schon 2 Jahre? Ja, fast 2 Jahre. Also sagen wir 1,5 Jahren hat er schon so langsam den Geist aufgegeben, denn die Messer werden schon langsam stumpf und man muss dann immer rohe Gewalt anwenden und da richtig draufhauen, damit das Gemüse wieder so klein schneidet, wie man es haben will. Und deswegen habe ich mir jetzt zu meinem Geburtstag, ich hatte ja im März, habe ich mir das jetzt mal gegönnt und bin gespannt. Denn, was ich auch ein bisschen blöd an dem Veggie-Wichtel fand, aber für den Preis habe ich es gerne in Kauf genommen, war, dass
oben am Deckel ist diese Fläche, mit der man das Gemüse nach unten drückt. Und die ist so geriffelt, beziehungsweise da sind, wie nennt man das? So kleine Stifte kommen da raus. Und in diesen kleinen Stiften verhakt sich dann immer das Gemüse. Und das kann man normalerweise mit so mitgelieferten Rechen da so rauspulen. Allerdings hat einer meiner Kinder, wer auch immer, dieses Teil verschlammt, beziehungsweise ich finde es nicht mehr. Und jetzt muss ich immer mit so einem Messerchen das Ganze da rauspulen und das dauert Stunden, bis ich das richtig sauber habe. Und irgendwie ist es auch nicht mehr so hygienisch. Also ich bekomme da schon alles raus, aber wie gesagt, ich brauche da ewig zu. Und hier bei dem Nicer Dicer kann man anscheinend mit so einem Knopf diese Stifte so rausdrücken und dann drückt es halt alles Gemüse, was sich da drin verfangen hat, auch mit raus. Und da bin ich sehr gespannt und wenn das heute Mittag kommt, dann kann ich das euch gerne mal zeigen. Wie vorhergesagt ist, ich komme gar nicht dran, der Nicer Dicer angekommen und ich dachte, wir packen das mal gemeinsam aus und ich zeige euch das mal. Und ich bin sehr gespannt, wie der ist. Und hier hinten seht ihr schon Blumen. Die sind nämlich wieder für einen Blumenkranz, beziehungsweise heute mache ich sogar zwei für Mama und Tochter. Habe ich euch ja schon mal gezeigt, wie ich die mache. Ja, das steht heute noch an, weil heute Abend dann auch das Shooting ist. Oh ja, aber jetzt machen wir erstmal gemeinsam das Päckchen auf. So, ich habe es jetzt mal eben schnell ausgepackt. Hier sind solche drei Vorratsbehälter drin. Finde ich eigentlich ganz praktisch. Dann kann man das Gemüse vorschneiden und das dann schon in den Kühlschrank packen. Genau, dann ist hier das Schnittding, das man so runterklappt. Und hier ist das, was ich gemeint habe. Da sind diese Zacken. Und dann kann man hier auf der Rückseite diesen Knopf drücken. Und ich guck mal, ob ich das einhändig schaffe. Und dann kommt das hier so, seht ihr das? Kann man das so rausdrücken. Und dann verhackt sich da nichts mehr. Aber was ich jetzt ein bisschen schade finde, ich weiß nicht, ob man das so sieht. So geht es wenig besser. Die hier sind ziemlich groß. Die Stück, also die Stücke werden nicht so klein wie mit dem Aldi-Schneider. Muss ich mal gucken, wie ich da, weil gerade Möhrchen oder so mache ich immer ganz gerne ganz, ganz klein, dass sie schnell durch werden. Mal gucken, wie das so wirkt. Aber es macht einen hochwertigeren Eindruck als das von Aldi. Ja, und da war noch ein Schäler dabei und noch diese Schneider. Mal gucken, ich teste das mal aus. Meine Mama hat das ja, weil ich ich glaube, ich habe den zu Weihnachten geschenkt, genau, damals, vor, ich glaube, 2 Jahren, nachdem ich mir den von Aldi gekauft hatte. Und die ist super happy mit dem Teil. Also, ich verlinke euch das gerne mal unten in der Videobeschreibung und teste das jetzt aber mal aus. Das Teil ist auch noch sehr, sehr, sehr scharf. Ja, ich habe da aus Versehen jetzt reingefasst und habe jetzt so eine richtige Schnittwunde da. Aber es tut nicht weh, weil das, die Messer so scharf sind, dass das ein sauberer Schnitt wird. Naja. So wird der Kranz aussehen. Wir fahren jetzt bei wunderschönstem Frühlingswetter in die Stadt, in die Altstadt, was essen und dann noch ein bisschen einkaufen und ja, ich bin so froh, dass endlich der Frühling gekommen ist. Es wurde wirklich, wirklich, wirklich Zeit. Wo fahren wir jetzt hin, Elsa? Im Bad. Im Schwimmbad? Ja. Ich habe gehört, wir gehen was essen. Im Bad. Sieht man mich überhaupt? Also, wir waren jetzt was essen und in der Stadt. Und jetzt sind beide Kinder eingeschlafen hier hinten und mein Mann ist sich noch schnell die Haare schneiden lassen. Und ich habe gedacht, ich zeige euch dann jetzt mal, was ich gekauft habe. Genau, oh Gott, jetzt sind irgendwelche Leute. genau, ich habe Sachen für Elsa gekauft und für Niklas. Für Niklas bei H&M und für Elsa bei C&A. Ich muss sagen, für Elsa oder für Mädchen allgemein gibt es ja, also wer meine Hauls kennt für die Kinder, der weiß, dass ich nicht so auf Pink und Glitzer und alles, was so extrem bunt ist, stehe.
Und mittlerweile ist es echt schwierig, da was in den normalen Geschäften zu bekommen. Ich finde, bei Zara bekommt man immer noch ganz gute Sachen. Aber H&M hat jetzt beispielsweise gar nichts Cooles. Ja, jetzt zeige ich euch aber trotzdem mal, was ich gekauft habe. Und zwar hier ist das so ein Flattershirt, ein so Stickerei-Stil, obwohl das keine Stickerei ist, sondern ist schon aufgedruckt und das auch wieder so ein bisschen Glitzer, aber ich finde, es ist noch okay. Ich habe Größe 104 gekauft und das kostet 5 Euro. Dann habe ich das gleiche nochmal gekauft in Gelb. Finde ich eigentlich für den Sommer auch sehr schön. Auch 5 Euro. Dann gab es noch eine kurze Hose für Elsa, so eine Jeans-Fake. Also es ist keine echte Jeans, es ist eher so ein Stoff, der wie Jeans aussieht. Die hat 7 Euro gekostet, auch in 104. Und dann noch ein Kleid, aber das ist schon in 110, aber das gab es nicht mehr in einer anderen Größe. Aber ich fand das irgendwie auch richtig süß. Und zwar ist das so dunkelblau mit Blumen und Rot. Nicht auch goldig. Vielleicht passt es ja jetzt im Sommer dann. Hat ja noch ein bisschen Zeit zu wachsen. Noch 2-3 Monate. Ist ja noch ein bisschen länger warm, hoffentlich. Genau, das waren die Sachen von C&A für Elsa. Und ich habe mir auch noch 2 Sachen bei H&M gekauft. Und zwar so eine Hose aus Leinen. So eine khakifarbene. Finde ich jetzt für den Sommer ganz schön, weil es einfach so ein nicht so ein fester, dicker Stoff ist wie Jeans oder so, sondern halt Leinen ist ziemlich luftdurchlässig und vom Klima her ganz angenehm zu tragen. Die hat 30 Euro gekostet, habe ich in Größe 34 genommen. Und dann habe ich noch so eine Jeans mir gekauft, die ist aber so ein bisschen dicker. Fühlt sich sehr, sehr hochwertig an irgendwie. In Größe 26. Und die hat hier Löcher. Also ist so ein bisschen Boyfriend-mäßig, obwohl sie eigentlich ziemlich eng sitzt. Ja. Aber jetzt für den Sommer mag ich es, wenn die so hell ist und verwaschen. Genau. Dann habe ich noch ein paar Sommersachen für den Niklas geholt. Einmal so eine khakifarbene kurze Hose in Größe 86. Für 8 Euro hat die gekostet. So ein Dschungelshirt. Auch in Größe 86. Ist alles 86 für Niklas. Fand ich auch ganz süß. Für 5 Euro. Dann noch so ein Doppelpack an T-Shirts. Für 10 Euro. Einmal mit so so einer Möwe drauf und Türkis, das steht ihm eigentlich ganz gut und das finde ich auch besonders hübsch. Da sind Fische drauf. Genau. Und noch eine kurze Hose. Die finde ich auch super schön. Die hat auch 10 Euro gekostet. Genau. Das war es auch eigentlich schon von unserer Shopping-Tour. Jetzt geht's nach Hause. Die Wohnung muss auf jeden Fall noch aufgeräumt werden. Und deswegen passiert jetzt heute, denke ich, auch nichts mehr so Großartiges. Ich hätte euch gerne mitgenommen, ein bisschen, als wir essen gegangen sind. Aber es ist immer so ein bisschen problematisch, da so eine Riesenspiegelreflexkamera mit Mikrofon auszupacken, wenn untenrum Leute sitzen. Da gucken die immer ganz komisch. Deswegen hoffe ich, dass euch hier das Hallo aus dem Auto auch reicht. Genau, dann würde ich mich nämlich jetzt verabschieden von dem Vlog. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und bald gibt es auf meinem zweiten Kanal, vielleicht könnt ihr den auch schon mal abonnieren, falls es noch kein Video drauf ist, könnt ihr trotzdem schon mal Hallo sagen. Verlinke ich euch und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Mein Mann kommt auch schon. Tschüss!